Ich denke, es war ein großer Teil meines Lebens bisher. Es ist immer noch ein großer Teil. Ich mache es unheimlich gerne. Das ist auch das, was mich hier antreibt. Ja, und ein bisschen Erfolg damit zu haben, ist ja auch nicht schlecht. Am Anfang meiner Karriere war es einfach so, dass ich mich noch nicht so arg gut davon ernähren konnte oder zumindest nicht mein Leben davon finanzieren kann. Deswegen habe ich eine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht, habe dann auch ein bisschen gearbeitet und dann war es einfach so, dass ich eine kurze Zeit nur Fußball gespielt habe und gemerkt habe, dass es mich einfach nicht ausfüllt und wollte einfach noch was weiteres machen. Und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren und es war einfach auch gut, es hat Spaß gemacht und ja. Ich bin im Moment so ein bisschen am Schauen, was ich für Möglichkeiten habe, was ich gerne möchte und ja, werde dann nach der WM intensiver danach gucken und dann hoffentlich auch was finden, was mich ausfüllt. Konkretere Pläne sind die, dass ich nicht vor 2012 wirklich anfangen will zu arbeiten, sondern dann nach der WM mal schauen, wie es dann mit dem Fußball weitergeht, aber auf jeden Fall auch mal länger noch mal weg will und irgendwie auch auf jeden Fall so eine Zwischenzeit gerne haben möchte. Wenn ich nicht arbeite und nicht Fußball spiele, mache ich ganz private Dinge. Nichts Besonderes meistens. Also ich lese ganz gern, ich gehe gern mit Hunden raus, ich treffe mich mit Freunden. Also irgendwie meistens relativ unspektakulär. Also manchmal mache ich Entspannungssachen, manchmal aber auch nicht. Es kommt drauf an. Also meistens fahre ich gern ein Fahrrad oder gehe wirklich mit den Hunden raus oder irgendwie sowas. Also eher aktive Entspannung, als dass ich nur auf dem Sofa sitze und denke, der Fernseher ist was ganz Tolles. Ich mache eigentlich fast alles sportlich ganz gerne. Also von daher, wenn mir die Möglichkeit geboten ist und irgendwie es passt, so vom Training, dann bin ich immer offen für neue Sachen. Also grundsätzlich ist es so, dass ich gerne fotografiere. Also ich habe keine so tolle Kamera, aber so gerade im Urlaub fotografiere ich schon auch ziemlich gerne und probiere da auch gerne rum. Ja, von Horst, ich glaube, da kann ich noch ein bisschen was mir abgucken, aber das ist ja nicht schlecht. Er hat mir jetzt einen Workshop angeboten. Frankfurt ist eigentlich schon meine Heimat, obwohl ich mittlerweile außerhalb wohne, aber ja, ich bin irgendwie in Frankfurt doch die größte Zeit meines Lebens gewesen. Ich glaube, die hat schon einen wichtigen Part in meinem Leben. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und auch zu meiner Schwester und irgendwie haben sie auch einen wichtigen Teil. Mein Vater hat mich viel in Sachen Fußball begleitet, also er war viele Jahre lang mein Trainer und irgendwie auch mein Berater. Hat mich irgendwie auch immer ein bisschen angetrieben und ich denke, dass er da auch eine wichtige Rolle hat. Meine Schwester heißt Astrid. Ich glaube, wir haben gemeint, dass wir einfach nette Menschen sind.